Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja. Leider. Schlechte Nachrichten. Denn ich habe 3 Folgen aufgenommen. Beziehungsweise insgesamt waren es sogar 4 an dem Tag. Und in der ersten war alles super. Sound okay und so weiter. Das ist die letzte Folge, die ich vorher gesehen habe. Bei den anderen 3 war plötzlich nichts mehr zu hören von meiner Stimme. Ja. Also, da habe ich mich entschieden, die nicht hochzuladen, weil bringt ja nichts. Ich glaube nicht, dass ihr das sehen wollt, ohne da irgendwelches Gelaber und Erklärungen. Und deswegen sieht jetzt hier einiges anders aus. Ich glaube, das habe ich noch, das ist noch drin, das umgestellt habe, aber das hier alles nicht mehr. Wie ich hier das schön gecraftet habe, die Bellos angepackt. Hier, das. Ich glaube, den hatten wir auch noch nicht, den Terminal. Ich habe gehabt. Gerade mal hier das da umgelegt. Da oben habe ich eine Fackel drauf gemacht, weil da können Monsters drauf spawnen. Dann hier haben wir den Alchemical Construct und hier haben wir den Infusion Provider und hier Essentia Provider. Ja, das alles ist nicht da mehr. Ganz super toll. Ich könnte kotzen. Ja, also das ist echt mega ärgerlich. Ich weiß auch nicht, ob die Portale noch drin waren, so weiter. Ich kann nicht die Folge genau angeguckt. Das war schon da. Ich will mal hier gucken, ob da neue Eier sind, weil das habe ich da auch umgebaut. Erstmal töten wir natürlich hier das Vieh. Dann zeige ich auch mal gleich das hier. Das hier ist nicht mit drin gewesen in den Aufnahmen. Das habe ich so hingesetzt, schnell. Einfach nur hier Root Interface Pipe und dann den Trashcan, damit hier. Moment. Hier kann man das ja sehen. Einfach nur. Bogenkarotten habe ich da erstmal drin. Dass sie nicht da die Truhe zu müllen. Die Rüstung habe ich verbrannt. Ach, ich wollte nach Eier gucken. Ich bin doof. Aber sollten keine neu sein. Ich glaube, ich habe die alle. Ne. Genähert. Mal gucken. Ja, die habe ich jetzt hier so eingesperrt, weil die sind immer aus der Tür dann rausgelaufen. Na, warum 60 Stück können wir noch mal mitnehmen? Machen. Wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich auch die Wolle ernten, mal kurz. Also die Schafe scheren. So. Haben wir das auch. So. Gehen wir hier durch. Noch machen. Ach ja, weiter zeigen. Also das da hinten zu craften alles, das hat echt 3 Folgen in Anspruch genommen. Und was ich noch gemacht habe, ist hier. Hier sieht es jetzt ganz anders aus. Wie ihr seht, wesentlich kompakter und kleiner. Also mit einem Applied Logistics System. Die Musik ist ganz schön laut, aber für euch sollte sie nicht laut sein. Macht auch nicht insgesamt leider. Aber. Ja. Hier ist dann alles drin. Was hier so gemacht wird. Hier haben wir die craftable Sachen drin. Denn auch das hier kann craften, nämlich mit dem Molecular Assembler. Da packt man dann diese ME-Interface dran. Inklusive den Patterns, was sie dann herstellen sollen. Da habe ich hier die ganzen. Hier seht ihr. Das und Sand und Gravel-Dingern dran gemacht. Und oben auch noch. Hier ist noch Platz für 3. Ja. Und dann ist es ganz einfach. Wir packen hier irgendwas ins System, wie zum Beispiel Sand. Und dann. Sagt das System, nämlich hier beim Export-Bus. Oh, Sand muss ich hier reinpacken. Super, mach ich das doch mal. Eigentlich könnte ich das mal zeigen, wenn wir Sand haben. Ich habe bisher nur Sand und Gravier reingemacht, weil. Cobblestone, den malen wir einmal hier. Ich glaube, hier ist nichts dran. Toll. Kann ich das nicht mal zeigen? Ist doch fies. Holen wir uns schnell.
Koppel. Voll hier. Nein, falsche Maschine. Wieder raus. Kurz warten, bis er geladen hat. So. Hier müssen wir rein. Hier war so viel Koppel. So, dann haben wir hier Gravier und Sand. Nehmen wir beides mit. Ich dachte einfach nur, damit ihr das mal kurz seht. So, den zu vielen Koppel, den machen wir nochmal da rein. So, also packen wir hier zum Beispiel mal Sand rein. Und dann seht ihr hier, automatisch in den Hammer gepackt. Hat jetzt 20 Speed Upgrades drin. Dann landet das Ergebnis hier in der Kiste. Da haben wir einen Import-Bus und dann wird das automatisch ins System reingezogen. Der Dust. Und dann haben wir hier wieder einen Export-Bus. Hier unter. Und da haben wir Sand und Gravel drin. Und dann landet das hier drin. Kurz rein. Gravel rein. Muss wahrscheinlich schon. Ja, schon extra. Ja, wird schon gesiebt. Und vom Sieb landet es dann hier. Und hier haben wir wieder einen Import-Bus, der holt dann alles wieder rein. Ich hätte jetzt auch hier an jedes Ding einen Import-Bus reinmachen können. Aber wozu? Die können das alle drei in eine Kiste machen, dann da ein Import-Bus spart ein bisschen Ressourcen. Klappt auch so ganz gut. So, und hier haben wir noch einen Export-Bus. Und hier haben wir die ganzen Dust-Dinger. Die Erzdust, damit die dann automatisch. Jetzt weiß ich, ich muss es genau erklären. Moment. Also, erstmal hier sind zwei Capacity-Cards drin. Die braucht man, damit hier alle neuen Felder frei sind. Und dann haben wir hier eine Crafting-Card. Diese sagt jetzt dem System: Wenn du eins von den Items hier drin craften kannst, dann tu das und schick das hierher. Damit ich das hier reinpacken kann. Und genau das passiert dann auch, da diese ganzen Dust hier oben eingegeben sind als Rezepte. Kann man hier sehen, zum Beispiel hier Gold, Dust und Eisendust. Sagt er dann automatisch, okay, die kann ich craften aus 4 von diesem Powered Iron Ore. Und sobald 4 da sind, macht er das dann automatisch und packt es da rein. Genauso mit allen anderen Erzen. Und genauso funktioniert das auch hier. Denn auch hier ist eine Crafting-Card drin. Mit den anderen Sachen, mit denen hier Gravel und so weiter, die macht dann aus dem Broken Order. Jawohl, jetzt habt ihr es verstanden, oder? Die Acceleration-Card. Ja, die ist einfach dazu da, um das ein bisschen zu beschleunigen, den Export. Weil er sonst nicht hinterherkommt hier, weil er sonst so schnell ist. Der Hammerer. Saugen tut das ganz schön heftig am Strom. Also jetzt gerade sieht es wieder gut aus. Moment. Da brauchen wir keinen RF. Was mich gerade wundert. Eigentlich? Ich meine, das System läuft. Das sollte eigentlich Strom verbrauchen. Schon allein hier in der Drive wird Strom verbrauchen. Man hat echt benutzt. Wenn man nur von Müll ist. Seltsam. Egal. Umso besser. Ja, kein Stromverbrauch. Dieses Lied kommt mir wieder lauter vor. Ich heute erst gefunden. Fällt mir. Aber. Eigentlich habe ich es angepasst. Aber MP3 gehen ist auch nicht perfekt, glaube ich. Vielleicht ist es dann trotzdem lauter. Vielleicht auch noch Musik. Ah, keine Ahnung. Bisschen. So, hier haben wir ein bisschen gut. Ja, was ich nämlich machen wollte unbedingt, war was. Oh, warum laufe ich? Wieder umdrehen? Nein, eigentlich ist es auch ein Lauf drin. Und hier unsere Portale. Ich
Endlich ein bisschen Gold hergestellt, weil ich Goldmangel hatte. Hab ich auch verpasst. So, was wir machen wollen, machen wir. Wir wollen eine Saublinge herstellen. Da haben wir uns Eisen. Wir brauchen dafür Brigantation, 33 haben wir. So. Das ist. Dann hatte ich das auch schon in Great Hotel hergestellt. Ich weiß nicht, ob das auch schon mal drin war. Ich weiß echt nicht mehr, das sind 3 Folgen, die da fehlen. Das ist echt ganz schön viel. Was suche ich jetzt eigentlich? Achso, Charts. Ja, eingeben. Das ist ein Überblick. Kantation mit herstelle. 8 haben wir. Da kommen kein weiteres Song. Ne. Dann haben wir schon mal die Charge Caps. Das nächste wird dann der Silverwood sein, den wir uns machen müssen. Können wir uns ja mal schon gucken, was wir da brauchen. Hier war doch richtig, Mensch. Na, was wir auch machen müssen, ist das hier eigentlich mal. Langsam. The Note Stabilizer. Ach, wir haben so viel vor. Hier passiert gar nichts gerade. Ja, hier sind noch 3 Sachen drauf. Mal gucken, ob ich noch irgendwas Besseres habe. Kantation machen. Netherwarzen vielleicht? Ich meine, die kann man züchten. Wäre noch möglich, aber das Rest ist nicht so toll. Nee. Charts oder Netherwarzen? Mal gucken. Was dann noch so auf die Netherwarzen drauf ist. Na, sind auch 3. Haben dasselbe Problem, denn dann können wir auch die Charts weitermachen. Ach, guck mal da, wir haben schon welche bekommen. Können wir schon mal einen machen. Wir brauchen 2 insgesamt. So, ja, Silberwood wollte ich gucken, wie wir das herstellen können. So einsetzen Ding. Uiuiuiui. Na gut, das haben wir. Die müssen wir herstellen. Warum ist da kein Rezept für? Wie macht man die nochmal? Nein. Ich weiß es jedes Mal. Was ist denn? Hä? Drück einfach noch Blumen. Da ist er doch. Wie stellt man die her? Ah, ich weiß den Fehler. Wir brauchen dafür die Research. Das ist eine Lost Research, glaube ich. Dann können wir das noch total vergessen mit dem Silverwood. Das ist nicht schön. Nein, nein, nein. Gut. Dann umdenken. Soll ich mal nach den Namen wieder gucken. Da. Hier, die Dinger. Note Stabilizer heißen die. Einfach mal nach Note. Ja, die normalen. Ja, einen könnten wir machen. Brauchen wir erstmal die Bricks. Und wir haben sogar noch die erforderlichen Aspekte. So, das Ding packen wir hier nämlich rein. Oder nein.
Kommando zurück. Wir packen das da rein, keine Angst, aber erst will ich noch ein Pedestrian machen. Was war das? One Charge Pedestrian. Aha. Das wird teuer. Entschuldigung. Ach ja, da wurde hier geklopft. So, also da hat jemand geklopft. So. Das sieht ziemlich teuer aus. Ich glaube, das ist auch ziemlich teuer. So. Und wir können es nicht herstellen. Natürlich nicht. Ach ja, hier einen Wand habe ich auch gecraftet. Das ist der. Warum funktioniert das gerade nicht? Achso, weil ich keinen anderen Wand zum Auswahl habe. Den solltet ihr aber kennen. Ach, die Abkürzung. Das ist der Change Wand, also der Austausch Wand. Ihr seht, hier oben. Könnten wir alles in Erde verwandeln und andere umgedreht. Wenn wir das anklicken. So. Ich werde aber zu den Monstern. Und wir brauchen mal wieder. Bis. Wo läufst du denn hin? Mein Freund. Mach du auch noch. So, habt ihr euch jetzt beruhigt? Sehr schön. Gestorben war ich auch ein paar Mal, das hat man aber nicht gesehen. Das können wir aber hier mal kurz nachgucken, wenn hier Monster kommen. Hier sieht man ja, wo war das jetzt hier? Leben. Jetzt bin ich schon 7 Mal gestorben. Hier sieht man das. Einmal bin ich runtergefallen, da habe ich TNT abgebaut. Das geht so rasend schnell, das stirbt man, wenn man sich hochsteckt. Monster haben mich 5 Mal gekillt. Ja, das waren die Geister die ganze Zeit. Und anderen, keine Ahnung, wahrscheinlich aber auch Geister. Die sind ja eine Zeit lang wie gespawnt, wie bekloppt hier. Bei mir, weil mein Morb so hoch war. Jetzt sind wir aber wieder auf einem niedrigeren Level. Jetzt passieren hier keine komischen Morb-Effekte mehr. Und warum? Also echt. Der Paragon. Ne? Der nimmt nie mit mir zusammen auf. Aber hier muss er unbedingt auf der Kuh reiten. In meiner Aufnahme. Also echt. Das ist echt schlimm mit dem. Na gut, das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Ich glaube, da mache ich mal wieder eine Unterbrechung. So, vorbei, vorbei, vorbei. Machen wir mal die Musik an. Hier haben wir wieder einiges Zeug. Meine Stimme spinnt gerade. Oh, eine Creeper-Trophäe. Die stellen wir gleich mal hier neben. Die klicke ich jetzt nicht an, weil die explodiert, glaube ich. Das wäre jetzt nicht so schön, gerade wenn wir das Pferd befreit haben. Dass man natürlich wieder Selbstmord begehen möchte. Warum sind alle Tiere immer selbstmordgefährdet in meinem Kopf? Das ist sehr seltsam. Stopp, was schmeiße ich da rein? Hier schmeiße ich den Rest hinein. Dann craften wir mal das Ding hier. Tada. So, dann craften wir das Ding hier. Dann holen wir uns Eier. Wir brauchen einmal 16. Und zwar ist das ganz einfach deswegen. Für unser schönes Questbuch. Einmal zurück. Hier ist das. Ja, seit ein Rezeptor. Und dann seht ihr das hier. Das haben wir schon einmal gemacht. Ja. Leider war das auch in der Aufnahme, wo wir das nicht hatten. Wir nehmen mal jetzt hier so einen Banner. Jetzt hatte ich noch ein Ei genommen. Ist aber egal. Wir werden eh kein Buch kriegen, denn das ist es, was ich haben will. Und ich muss mal... Bevor ich jetzt weitermache, habe ich irgendwas bekommen. Ja, hier, Goldcoins, toll. Super fantastisch.
Dann gehen wir zu Botania. Denn hier in unserer Looting-Truhe habe ich was anderes noch gefunden. The Ender. Ich weiß nicht, was man... wie man das upgraden kann, aber irgendwie im Ende. Vibrant Crystal. Okay. Hier sowas. Aha, Vibrant Alloy und links. Da können wir das also upgraden. Das Ding hat zwar nur 6 Schaden und unser Dings hat hier... oh, 13,25. Dafür sorgt es dafür, dass wir mehr Enderperlen und mehr Schädel bekommen. Ich weiß nicht, ob das praktisch ist. Aber ich wollte gucken, ob wir darauf eventuell Looting machen können. Aber jetzt will ich mal so diesen Vibrant Crystal probieren. Können wir sogar einen herstellen, Mensch. Also hier im Ende. Das plus den. Aha, jetzt ist er also empowered. 100.000 RF. 50% Damage absorbt. Haben wir mal gemacht. Wir können es noch weiter upgraden. Basic Capacity Terror. Mal sehen, ich glaube, wir haben noch. Haben wir auf jeden Fall. Wenn wir das reinlegen und den Basic Dings. Kostet natürlich, ups. 10. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das Ding dann auch verzaubern kann oder ob das nicht geht, keine Ahnung. Hier so ein Banner. Die wollte ich hier hinstellen. Wenn so viel rauskommt auf einmal. Sehr, sehr toll. So, wir haben wieder ein paar Level. Das Gebüsch stört mich aber auch, ey. Egal, wir machen erstmal hier weiter. So. Jetzt ist er im Power 2. Dem Travel interessiert mich auch noch. Aber sag mal so ein Crystal. Was wir können. Ach ja, da war ja noch das Set noch drin. Oh, können wir. Ach stimmt, ja, wie für den Upgrade so viel gemacht. Geht aber nicht. Okay, das geht nicht mehr. Increase Skull and Enderpearl Drops. Enderman can't teleport once hit. Hat er jetzt. Und plus 2 Damage when powered. Was heißt das? Was heißt hier powered? Ja, das ist schade. Man hat hier keine Informationen. Da gucke ich mal ganz kurz. Google wird mir das schon sagen. Aha, ich habe was rausgefunden. Stand zwar leider nicht in der Wiki, aber hier, man kann das aufladen. In einer Capacitator Bank. Nicht übel. Es gibt übrigens auch noch eine Darksteel Rüstung, da wurden wir auch empfohlen, die zu machen. Ich denke mal, das werden wir auch mal. Wenn wir die auch mal testen. Und die Mana-Steel ja auch schon sehr gut ist. Aber vielleicht ist die andere ja noch besser. Und man kann das Ding hier tatsächlich enchanten. Verdammt. Blöde Stimme. Beziehungsweise Froschmalz. Dann werden wir das mal machen. Looting wollte ich haben. Ach, da brauchen wir die Köpfe. Gut, gut. Die haben wir ja zum Mass.
mache ich dann davon noch. Dabei Skeleton ist das geil, ne? Kann man das doch nicht enchanten? Nein, da stand aber, es ist besser enchantbar als Gold. Oder geht's nicht, was jetzt aufgeladen ist? Verdammt. Na gut, aber wir können es noch weiter verbessern im Prinzip. Ach, wir brauchen ein Ender Crystal. Das probieren wir jetzt einfach mal. Ob wir einen herstellen können. Ender Crystal. Oh. Ein Soulbinder. Ein Soulwire. Oder Vial. Können wir? Nein. Wir brauchen eine Enderman-Seele. Ja, dann können wir das noch vergessen. Aber interessant. Interessante Möglichkeiten. Aber wenn wir hier kein Looting drauf machen können, dann ist das doof. Vielleicht liegt es echt daran, dass ich das gemacht habe, aber eigentlich. Ja, wir können es hier aber noch nicht leeren. Können wir wieder voll machen. Schade. Fand ich interessant, mein Angeschwert zu benutzen. Aber warum geht das nicht? Ja, den können wir reinlegen. Den können wir auch nicht. Ich bin gerade verwirrt. Wieso geht hier nichts mehr? Nicht mal die... Hä? Was ist hier los? Ach. Okay. Entschuldigt meine Dummheit. Na, wir müssen das erstmal auf dem Buch machen und dann... Echt dämlich von mir. Tut mir leid. War keine Absicht. Wow. So, den 3 will ich haben. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Level. Naja, nicht wieder alles in der Gegend rum. So. Haben wir das auch. Und dann sollte das jetzt hier klappen. Perfekt. Und dann können wir das hier am Ende. Brauchen wir 9. Ach, ja, hier bleibt es ja nicht drin, gestimmt. Vergesse ich immer. Dann haben wir einen. Schönes Looting-Schwert, das uns auch Köpfe besorgt. Weil wir Köpfe brauchen, aber... Kann ich schon. War viel zu viel schon. No. Nee, du noch nicht. Junge, es ist verzaubert. Weg. Machen wir mal die anderen Viecher. Joa, vom Schaden her ist es jetzt nicht so dolle. Was haben wir bekommen? Goldcoin. Ich hoffe, die lassen die Bücher fallen. Das waren nicht die Magier, die Bücher fallen lassen. Titelrolle. Ach ja, die haben wir auch. Hier habe ich schon angelegt. Crimson Kalt. Crimson Knight. Ach, warte. Control. Ach, Control. Doof. Haha, lol. Na gut. Bringt uns aber nichts. Wir wollen ja... den Crimson Kalt Buch
War das Crimson Cult Buch? Hier irgendwelche Titelrollen. Ach, schon wieder. Kriegen nur die Titelrollen irgendwie. Dämlicher Modder, die ich einfügt. Ich will andere Sachen haben. Wäre nur Goldcoin. Toll. Das war also ein Fail. Haben wir eigentlich Bibliocraft drin? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube nicht. Bauwitz-Botania, Blattmagic, nö. Jetzt hätte ich einen Swordstained gemacht, aber haben wir nicht. Dann machen wir das anders. Und auch ein Item Crane. Ja, da packen wir das nämlich rein. Moment. Das kann weg. Titel holen. So. Dann gehen wir einmal nach Botania. Da an. Links und dann packen wir das mal hier hin. Können wir damit die Viecher töten. Dann sollten wir theoretisch mehr Köpfe kriegen. Das Feld macht einen nervös, wenn das halt noch läuft und hüpft und hüpft und hüpft. Ja. Nur zwei Köpfe haben wir nicht recht, toll. Machen wir da rein. So. Das war natürlich ein Fail erstmal. Immer hier. Achso, das Eisen habe ich jetzt schon wieder zurückgetan, ne? So, das auch. Das ordnen wir wieder an. Iron. Machen wir mal mehr von dem Zeug. Falls wir können, können wir gar nicht. Nee, wir haben kein Präkentatio, da waren wir so Perbier. Was wir damit sollen. Wie teuer war das? Na, da waren wir auch davon. Na gut, die Folge ist eh vorbei jetzt. Bin gespannt, ob wir jemals so ein Buch kriegen. Ob wir jemals Knowledge Fragments kriegen. Müssen wir uns mal ein Pack machen. Aber auf jeden Fall. Erstmal.